Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat die Beweggründe für das Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Italien als surreal bezeichnet. Am vergangenen Donnerstag kündigte die EU-Kommission an, rechtliche Schritte gegen Italien einzuleiten. Sie wirft dem Land vor, EU-Migranten zu diskriminieren. 2022 wurde ein Gesetz verabschiedet, demzufolge Arbeitnehmer, die weniger als 2 Jahre in Italien gelebt haben oder deren Kinder außer Landes wohnen, keinen Anspruch auf Sozialhilfen für Familien haben. Quasi al di fuori delle competenze caratteristiche dell'Unione. Ogni paese deve fare i conti con le risorse a disposizione. Noi siamo fra i primi 3 paesi più indebitati, nel senso quel rapporto debito-PIL peggiore dell'Unione, e con quello dobbiamo far conto. Cioè, non possiamo paragonarci alla Francia, alla Germania, ad altri grandi paesi fondatori che hanno capacità di indebitamento, capacità di spesa diverse dalle nostre. Die italienische Regierung hat die Mittel für Sozialleistungen für Familien um 3 Milliarden Euro aufgestockt. Es ist eine der wichtigsten Maßnahmen Italiens, um die sinkende Geburtenrate wieder anzukurbeln. Nach Meloni könne Italien aber nicht noch mehr investieren. Die EU-Kommission sieht die Maßnahmen kritisch, gibt sich mit der Rechtfertigung Roms nicht zufrieden, weswegen der Fall jetzt an den Europäischen Gerichtshof verwiesen wurde. The Commission said that one of the fundamental principles of the EU is that people are treated equally without any distinction of nationality. The case could trigger a heated debate between Rome and European Commission shortly after Meloni's complaints about the rule of law report's remarks on media freedom in Italy. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome.